Ladies and Gentlemen, Gewichtsklasse, Trainerteams und Herkunft lassen vermuten, dass wir es jetzt und hier mit der ersten Bewerbung gerade zu tun haben um den Kampf des Abends. 2x5 Minuten ausgemachte Distanz, Federgewicht das Limit. David hat die Augen drauf. Ihr Applaus bitte für zwei Männer Jussachs. Markus Bock und Nicola Serra. Also faire Geste beider Kämpfer hier. Da gibt es nicht nur ein Shake Hands, sondern direkt eine Umarmung. Ich wäre bereit, in diesem Käfig zu sterben, hat Nicola Serra gesagt vor diesem Kampf. Das ist natürlich eine ganz schön große Aussage. Ich selbst halte von sowas immer nicht allzu viel. Aber es zeigt, dass er hier sehr, sehr fokussiert ist auf diesen Kampf, sehr, sehr entschlossen auch ist. Das wirkt ja sehr. Und genauso sieht er hier ehrlich gesagt auch aus, was den Gesichtsausdruck angeht. Wirkt sehr, sehr angespannt, aber auch sehr, sehr verkrampft. Auf der anderen Seite Markus Bock, sehr, sehr locker. Ja, nimmt aber auch jetzt hier einige Hände dafür. Oh, starker Lowkick, der hat gesessen, der hat verdammt weh getan. Hat man Bock auch gesehen, dass er gleich rückwärts gehumpelt. Bock hat eine sehr traditionelle boxerische Deckung, die sehr gefährlich ist. Aber jetzt kommt er etwas aus sich heraus. Man sieht, er nimmt die Hände hoch, schützt damit sein Gesicht, aber die Hände sind nicht ganz zusammengesteckt, sodass Nicola hier mit seinem Jab schon einige Male durchgekommen ist. Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn viel mit Boxhandschuhen Sparring gemacht wird, viel Standsparring mit großen Handschuhen, 12-Unzen-Handschuhen. Dann Nicola hat man immer die Hände ziemlich weit auseinander und dann hat man plötzlich diese kleinen Handschuhe an und die Deckung ist offen. Das hat, glaube ich, gerade so ein bisschen das Problem. Also ich frage mich jetzt zwei Sachen, ob Markus jetzt umstellt ein wenig seine Deckung und vor allem, ob Nicola dieses krasse Tempo hier durchhält. Gut getimt hier, diesen Kick gefangen. Ein Ankle-Pick-Takedown gewissermaßen draus gemacht. Versucht hier zu passieren, bekommt einen kurzen Abkick noch ab von unten. Jetzt bin ich gespannt auf Nicolas Boden. Temporeiches Duell hier. Haben wir da eine Triangle? Siehst du das, ob der Arm drin ist oder ob nur der Kopf gefangen ist? Choke-Versuch. Nein. Aber da ist der Arm nicht mit drin gewesen. Nicola macht hier zu wenig unten am Boden. Und Markus kann hier in die Halfguard fortschreiten. Halfguard-Position für Markus Bock. Sehr, sehr dominante Position. Wichtig für ihn. Oberlage. Kann jetzt versuchen, das rechte Bein rauszuziehen und komplett zu passieren. Oder einfach hier bleiben und schlagen. Was viele Kämpfer gerne tun. Nicola akzeptiert zu sehr den Bodenkampf. Oh, schön. Jetzt versucht er hochzukommen. Markus Bock sichert sich erstmal die. Versucht ein bisschen das Gas rauszunehmen aus dem Kampf. Ich denke, er ist da ein bisschen am Anfang überrumpelt worden von dem. Von der hohen Geschwindigkeit von Nicola, der hier sehr gut gepunktet hat mit brachialen Low-Kicks, guten Führhänden. Ja, und ich glaube, er ist auch ganz froh, dass das Duell jetzt auf der Matte ist, denn die Hände von Bock, die hatten es schon ganz schön in sich. Jetzt ist er hier erstmal aus der Gefahrenzone raus, kann hier in Ruhe arbeiten, muss aber eben auch aufpassen, dass er nicht zu wenig macht, sonst wird er schnell wieder hochgewunken. Und wir haben auch gerade gesehen, Bock arbeitet auch von unten am Finish, hat da gerade versucht, sich einen Arm, hat da gerade versucht, sich den linken Arm zu sichern. Ja. Von Markus Bock. Bock verwaltet hier mehr oder weniger. Also er macht hier keine harten Schläge. Oder versucht, jetzt versucht er mal ein bisschen zu passieren hier. Ja. Der lila Gurt, wie du gesagt hast vorhin, geht jetzt hier in die Side Control hinein. Nicola muss hier aufpassen. 1:40. Das bessere Grappling hat definitiv Markus Bock. Ich denke, wenn es in eine zweite Runde kommen wird, wird er weiterhin versuchen, dort auch zu bleiben. Ja, Nicola atmet hier auch jetzt etwas schwerer. Markus Bock ist hier der etwas relaxtere Kämpfer. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass Serra die ganze Zeit auch so angespannt war. Das kostet natürlich auch Kraft. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt, dass wir von ihm nicht ein bisschen flüssigere Arbeit vom Rücken aus sehen. Ja. Das ist aber meine Vermutung gewesen, dass er eher der Stammkämpfer ist, der dann zum Carlton Gracie Team gekommen ist. Aber er macht dennoch, Bock macht jetzt hier nicht wirklich etwas. Also ja, Serra macht auch nicht viel falsch. Ja. Er könnte aber ein bisschen mehr richtig machen, um es mal so zu formulieren. Er macht einfach ein bisschen zu wenig aus meiner Sicht. Ja.
Oh, der steigt jetzt in die Mountain ein, stark. Gut, 40 passiert. Sekunden. Ist jetzt für mich die Frage, reicht das jetzt noch, um hier den Kampf zu holen? Aus der Mount-Position kann man natürlich viel freier schlagen, so ein Kampfende herbeizwingen. Man kann auch versuchen, Submissions anzusetzen. Jetzt holt er sich hier den Rücken, die Backmount. Reicht die Zeit noch für einen Würger oder für einen Abbruch durch Schläge? Die Verteidigung sieht nicht besonders gut aus hier von Nicolas Serra. Ja, aber abbrechen muss man hier noch nicht. Ja, lass die Runde laufen. Nein, jetzt. Lass die Runde laufen. Jetzt. Da gibt es eine Ermahnung für Hinterkopfschläge, wenn ich das richtig sehe. Oder war das schon ein Abbruch? Was ist das? Was ist das? Also ich verstehe nicht ganz, was der Referee jetzt hier macht. Wenn er den Kampf abbricht, muss er dazwischen gehen. Wenn er nicht dazwischen geht, geht der Kampf weiter. Also was... das war ein Kampfabbruch offensichtlich. Also das war der... Wenn, ich muss sagen, der zurückhaltendste Kampfabbruch, den ich je gesehen habe. Und auch der am schlechtesten getimte, das muss sorry, ich mal sagen. Tut mir leid, das ist schlecht. Also jetzt 10 Sekunden, also das war jetzt nicht so, dass er hilflos war oder sowas. Okay, jetzt Markus Bock hat jetzt am Ende sich die Backmount geholt, hätte jetzt die Runde noch gewinnen können. Also, ja, jetzt ist die Schuld von Markus Bock, aber ich finde, das ist also ein komplettes Fehlurteil hier. Ja, seltsam ausgeführt und auch seltsam gemacht. Wir haben in der ersten Runde ein Referee-Stoppage, 4 Minuten 50 Sekunden. Passivität und der Sieg geht an den Mann vom Combat Club Gullo und Markus Bock.